So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Halloween-Special. Ich habe es geschafft, den Freedom Squad zu überreden, gemeinsam mit mir Phasmophobia zu spielen. Eigentlich, jeder von uns mag Horror nicht wirklich, beziehungsweise wir haben halt einfach nur Angst davor. Und deswegen war es super nice, dass ihr alle mitgemacht haben. Es wird auch was Einmaliges also bleiben mit dem Freedom Squad. Aber ist doch ein schönes Halloween-Special. Und ich werde gemeinsam mit ihnen Geister jagen. Sie haben alle das Spiel noch nie gespielt und nichts davon gesehen, deswegen erkläre ich sehr viel. Aber dennoch hoffe ich, dass etwas gruselige Stimmung aufkommt. Und ich wünsche euch viel Spaß mit 50 Minuten Phasmophobia. Okay. Und bitte. Hast du ihn? Gut. Also, wir sind hier, um einen Geist zu suchen und zu identifizieren. Unsere Aufgabe ist es nicht, den Geist zu töten oder sonst was. Wir müssen nur herausfinden, was er ist. Und dann können wir eigentlich gehen. Gut, dass ihr alle die Thermometer habt. Das ist das wichtigste Tool. Schön, dass ihr es aufgehoben habt. Ich dachte, das wäre ein Taser. Nee, ich habe so eins zu Hause. Mit Rechtsklick könnt ihr ja alle Gegenstände bedienen und an- und ausmachen und so. Zombie ist nur 16 Grad warm. Der ist ein Geist. Jo, 20 Grad. Das zeigt einfach generell die Temperatur. Ihr müsst nirgends drauf zielen. Ist ein sehr gutes Gerät. Willst sich alle docken. Wir haben hier ganz viele Gerätschaften und müssen Hinweise finden, um herauszufinden, welcher Geist es ist. Wir haben hier auch eine Karte. Da oben. Da können wir auch die Stockwerke durchschalten mit dem Schalter daneben. Und unsere Sanity. Und hier steht so eine kleine Beschreibung. Ich habe für Sie einige Untersuchungen durchgeführt. Sieht so aus, als wäre der Name des Geistes Thomas Martinez. Ist nicht so eine GTA-Typ? Keine Ahnung. Dieser Geist scheint nur als auf Personen, die alleine sind, zu antworten. Sprechen Sie den Namen des Geistes aus, um ihn zu verärgern und ein paar übernatürliche Ereignisse zu bekommen. Genau. Ja. Also man kann den Namen von dem Geist sagen. Okay, dann schreibe ich mir den Namen schon mal auf. Aber muss man den Namen nicht verwenden, aber wenn man ihn verwendet, kann man dafür sorgen, dass der Geist dann angreift und sowas, wenn ihr ganz risky sein wollt. Aber wenn ich deinen Namen nenne? Ja. Ja. Thomas Martinez! Ja, im Haus dann. Hier drinnen nicht. Ach so. Thomas! Ansonsten haben wir hier über diesen Bildschirm, hier, Ja. Hier, ich habe mir kurz den Namen aufgeschrieben. Sehen wir die Kamera von dem Haus. An der Tastatur kann man Nachtsicht ein- und ausmachen. Hat da seinen Kopf hinhält. Ja. Und bei der Maus kann man durchschalten, wenn man mehrere Kameras aufgestellt hat. Wie so 80-Jährige, die zum ersten Mal eine Kamera sehen. Ach so, ja, da, okay. Genau, also mit welcher Taste wechsle ich da durch? Wir haben nur eine Kamera gerade. Oben rechts am Bildschirm siehst du eine 01. Ach so, okay. Genau, wir haben hier noch diese schwarze Kamera, die kann man aufstellen. Damit kann man dann im Haus gucken. Weil wir müssen Hinweise finden. Man kann zum Beispiel durch diese Kamera nur, kann man solche Geisterkugeln sehen. Das ist einer der Hinweise. Wir haben auf J ein Journal, was man öffnen kann. Drückt mal J. Genau, ja, da kann man durchschalten. Da steht so generell alles Mögliche zu den Geistern und wie sie sich verhalten. Und auf der allerletzten Seite, ganz hinten, kann man Beweise eintragen. Ah ja. Genau. Wir müssen drei Beweise finden und dann ist unten der Geisttyp fertig. Und das ist eine der Aufgaben, die wir hier haben. Wir haben hier an der Tafel 4 Aufgaben. Warte mal, was ist EMF Ebene 5? Was soll das überhaupt bedeuten? EMF zeigt so Geisteraktivität an. Das ist dieses Gerät, was ich hier habe. Wer ist wer eigentlich? Wie lege ich Sachen wieder ab? Manu ist die... Ich bin hier der Typ vor dir. Die Frau, okay. Ja, genau, das hier. Frau, mit, ja. Mit G. Ich bin die hinter Manu. Ja. Genau, also das hier sind EMF-Räder. Uida. Jeder kann drei Gegenstände maximal mitschleppen. Also ein Slot immer für die Taschenlampe nehmen. Da unten sind so starke Taschenlampen. Habe ich 4 Stück mitgenommen. Genau. Sehr gut. Manu noch Ich habe Medikamente dabei. Irgendeiner hat noch keine starke Taschenlampe? Ah ja, okay. Genau, die kann man immer verwenden, auch wenn man was anderes in der Hand hat. Mit Mausrad kann man durchscrollen durch seine Sachen. Ja. Genau, also auch... Wichtige Frage. Warum ist die Taschenlampe 76 mal lauter als alles andere? Weiß ich nicht. Die klingt halt ein bisschen. Junge, Hilfe. Und jetzt noch kurz das lustigste Feature. Es hat ja so eine Distanzsprach-Chat, ne? Dass man näher rangeht und so. Ja. Wenn ja. ihr B gedrückt haltet, habt ihr einen Punk. Hallo? Genau, das ist einfach mega cool und so können wir halt auch über, wenn einer hier im Truck ist und gerade durch die Kamera guckt, mit den Leuten reden. Kürbis an Scheißhaufen, bitte melden. Scheißhaufen an, ne Moment, wer bin ich? Genau, wir haben hier über dem Bildschirm noch eine Sache, bevor wir loslegen.
Hier ist ein 2-Minuten-Timer, nach 2 Minuten kann der Geist angreifen erst. Also 2 Minuten ist man auf jeden Fall safe am Anfang. Ja, das noch als Info. Und wir haben jetzt hier 4 Aufgaben. Erstens entdecke, um welche Art von Geist es sich handelt. Zweitens finde einen Raum unter 10 Grad Celsius mit einem Thermometer. Habt ihr ja alle dabei. Ja. Wenn es unter 0 Grad ist, sind auch Gefriertemperaturen. Ist dann schon ein Hinweis. Drittens, reinigen Sie den Bereich in der Nähe eines Geistes mit Räucherstäbchen. Habe ich mitgenommen. Haben wir. Und viertens, lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Geister-Event ist, wenn der Geist einfach durch die Gegend läuft, wenn man ihn sieht und sowas. Oh ja. Genau. Wir müssen jetzt... Sehen die alle gruselig aus oder gibt es auch welche, die ein bisschen hübscher sind? Siehst du dann. Okay, ich glaube, ich werde dann weinen. Oh mein Gott, Palette, guck mal bitte hier hin. Was denn? Bitte, guck dir mal das Bild an. Oben in der Mitte. Oh! Guck doch ganz lieb. Okay. Ja, sobald man den Truck hier öffnet, dann geht der Timer los. Und wir gehen jetzt einfach rein und ihr nehmt einfach am besten euer Thermometer. Ich kann euch sonst noch alle Sachen erklären, zeigt sie mir einfach und ich sag euch, was die machen. Zum Beispiel dieses Radio, was Manu da hat. Damit kannst du das kannst du in die Hand nehmen. Ich will nur ganz kurz erklären, dass ich freiwillig hier bin, aber nicht gerne, weil ich habe wirklich Angst. Ich habe panische Angst, aber ich glaube heute alles für Zombie. Maudado hast Horror, Paluten hast Horror, Manu hast Horror und ich hasse Horror eigentlich auch. Ist einfach halt die perfekte Gruppe, also, um Zombie hat viel Geld Level gezahlt. 26 in diesem Spiel bist. Ich halte mein Gruselchen fix fest. Ja, stimmt. Los, Ghostbusters. Ja, wir gehen einfach mal los. Gucken wir einfach mal. Genau, wir suchen jetzt einfach erstmal den Raum, Thomas, wo der Geist ist. Thomas Martinez! wir müssen jetzt den Raum finden, wo der drin ist. Es gibt immer einen Raum, wo der aktiv ist. So, einen Schlüssel haben wir. Der Geist sieht uns. Der Geist sieht Thomas uns. Thomas Martinez. Hier ist die Kamera, die wir benutzen können, Maudado. Der Geist benutzt doch keine Kamera. Hallo. Willkommen im Haus. Ja, wollen wir zusammen rumlaufen? Ihr müsst nicht die Taschenlampe halten. Ich gehe mit Paluten eine Runde spazieren. Komm mal mit, Palette. Wenn ihr die Taschenlampe nicht in der Hand habt, könnt ihr T drücken. Dann geht die an. Wenn ihr zum Beispiel ein Thermometer habt. Alter. Ja. Also nehmt euer Thermometer in die Hand und dann drückt ihr einfach T. Dann habt ihr die Taschenlampe auch. Ah, sehr gut. Genau, so kann Paluten gucken, welcher Raum kalt ist. Dann finden wir heraus, wo... Ja, ich guck wo es Raum. Ja, Schlüssel sind ganz praktisch ab und zu, aber braucht man nicht unbedingt. Haben wir einen Priester dabei? Was ist das denn? Ja, ich schütze mich vor dem Geist. Das Kreuz... Weiche, Thomas, weiche! Thomas Martinez! Das Kreuz merkt wirklich den Geist ab. Also das Kreuz ist ganz praktisch, um nicht zu sterben. Thomas Martinez! Thomas Martinez! Ihr wollt's aber auch! Thomas Martinez! Habt ihr alle noch die Thermometer? Thomas? Haben noch alle die Thermometer oder kann ich mir eins holen? Thomas, ich hab ein Thermometer im Arsch. Ja, dann zieh's raus. Okay, wir gehen in den Keller. Oh, ich hab mein Kruzifix mit G weggeworfen. Thomas Martinez. Man kann auch Lichter anmachen. Thomas. Ja, guck mal, viel freundlicher. Ach so. Ja. Die Sicherung fliegt zwar meistens nach ein paar Sekunden raus, aber man kann sie kurz anmachen. Ah, ich hab's. Nein, mein Kreuz! Ja! Weiche von mir! Hier nehme ich die Geisterbox. Hier, ich glaube, der hat Probleme mit Fruchtfliegen gehabt. Thomas? Martinez? Paluten, warum ist dein Thermometer aus? Oh. Du musst auf die Temperatur gucken. Du musst den Raum finden. Hab ich! Das ist ja wie bei mir vor ein paar Monaten. Manu, wie 2 Minuten? Ja, nach 2 Minuten wird er ja auch aggressiver. Ach so. Thomas, oh nein, Thomas. Hallo, Paluten. Hallo. Wir bleiben bei dir, keine Sorge. Hier, Lichter an. Oh, hier, ja, sehr gut. Ja, so. Manu hat mir mein Kreuz abgezogen. Er beschützt dich im Notfall. Oh. So. Manu, willst du mir eins der Geräte geben, die du alle hortest? Hä? Wie? Ich hab doch gerade sogar eins auf den Boden geworfen und wegge... Ja, aber eins, was das anzeigt, ist... Thermometer vielleicht? Ja, das... Ach, hast du keins? Nein, wir hatten nur 3. Mit Funk. Ah, jetzt kann ich gucken. Jetzt kann ich endlich suchen. Ja, dann geh ich nochmal runter in den Keller, was ich jetzt schon bereuen werde. Nein, dann brauchst du nicht. Wir waren ja im Keller. Wir sehen ja, wo die Temperatur niedrig ist. Nein, ich wollte, komm mal mit eben, ich will meinen Kram holen. Hast du das Zeug hingeworfen, okay.
Ja. Das habe ich mitgenommen, die Geisterbox. Das hat er. Das habe ich. Das hat er aufgehoben. Und dann Blaue Schnecke. Was hat Blaue Schnecke gefunden? Schlüssel. Gute Arbeit. Hier war gerade kalt. Warte, wo ist hier kalt? Hier? Thomas Martinez? Gib uns ein Zeichen. Thomas Martinez. Also der Geist hört einen auch. Man kann sowas sagen wie so, gib uns ein Zeichen und dann macht ihr auch was manchmal. Gib uns ein Zeichen, Thomas Martinez. Gib uns ein Zeichen. Gamingraum. Hier ist, also hier irgendwo eins der Zimmer. Es ist hier 5 Grad, sehe ich hier gerade. Ja. Das Bad hier ist es. Oh, ja. Ich sehe nichts. Hier das Badezimmer ist es. Hier in dem Badezimmer spukt er. Und hier wohnt er? Ja, hier wohnt er. Thomas Martinez, gib uns ein Zeichen. Wenn Manu sterben will, gehe ich einfach raus. Oder warte, ich gebe Manu die Geisterbox. Ness, Manu, ja? Nimm mal... Oh, der rollt was über den Boden. Du's? Guck mal, der rollt die Flasche hier rum. Oh. Ah ja, oh. Thomas! Paranormal! Manu, nimm mal die Geisterbox wieder. Hier, wieder. Nee, ich droppe das. Okay. Nein, ich will mein Kreuz wieder. Okay, dann... du machst es an. Ah, das Handy! Das Handy hat vibriert, ja? Oh Gott. Wir gehen jetzt mal alle auf dem Zimmer und Manu redet mit dem Geist über das Radio. Und wenn er antwortet, okay, dann ist es ein Hinweis. Warte, mit B oder was? Nee, du redest einfach. Einfach reden. Du stellst ihm einfach Fragen. Wie alt bist du? Wie geht's dir? Sowas. Thomas Martinez? Gib mir ein Zeichen. Noch mal eine Sache. Mal Thomas die Lokomotive? Wenn du was sagst, dann steht auf dem Radio immer nichts erkannt und sowas. Also wenn nichts erkannt kommt, dann... antwortet aber ich sehe dann nur eine nicht. Frequenz. Ja, genau. Du musst halt irgendeinen Satz sagen, irgendeine Frage stellen und dann kurz warten. Thomas Martinez. Ohne Namen. Wie alt? Nichts erkannt. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Frag ihn mal, ob er Paluten kennt. Kennst du Paluten? Scheinbar nicht. Ich hol mal ein paar Sachen. Wenn die Haustür schnell zuschießt oder so, macht eure Taschenlampe aus und versteckt euch. Ich stelle jetzt mal noch eine Kamera ins Bad, dann sehen wir vielleicht, ob Geisterkugeln da drin sind. Das ist ganz schön gruselig, der Geist. Ja. Oh, Taschenlampe flackert. Nicht gut. Wo bist du? Blaue Schnecke, die Tür ist verschlossen. Der Typ kann kein Deutsch. Der kann einfach kein Deutsch. Ich hasse Leute, ich glaube, Zombie liegt tot in der Tür. Thomas, bist du hier? Zombie, wie geht's dir? Also irgendwas Thomas, kannst du Deutsch? Blaue Schnecke an Scheißhaufen. Jemand an Eingangstür. Zombie, defekt. Thomas Martinez. Oh mein Gott, hör mich nicht. Vale. Ach, danke, Maudado. Ich hab nichts gesagt, weil der Geist im Jagen war. Die anderen da drin schreien die ganze Zeit rum und der Funk geht nicht, wenn der Geist angreift. Ach so. Ja. Okay. Leute, der Geist hat gerade gejagt und ihr schreit die ganze Zeit rum. Wie, was hat er? Der hat gejagt. Wenn die Taschenlampe flackert, dann ist er auf der Jagd. Der wollte dich umbringen, aber er hat scheinbar... Ja, was denn für eine Jagd? Ich schreie die ganze Zeit seinen Namen und frage ihn dumm, wie alt er ist. Ja. Ist hier irgendwie durch den Gang gelaufen. Was ich hier hab? Das zeigt an, ob Geistaktivität ist. Das piept dann ganz laut. Das kannst du auch auf dem Boden liegen oder so. Aber wenn es auf 5 ausschlägt, ist es ein Hinweis. Ich verstehe Thomas nicht. Mit der Kamera müssen wir ein Foto vom Geist machen. Es gibt extra Money. Die Maudado da hat. Könnt ihr nicht die Tür zumachen? Die wurde gerade abgesperrt automatisch und der Funk war auch aus. Ah, jetzt, okay. Ich hab's zu. Taschenlampe aus und ducken einfach. Oh nein, es flackert, ich lauf raus! Ist das abgesperrt? Thomas, mach die Taschenlampe aus! Wieso können wir nicht raus? Mach die Taschenlampe aus! Ihr müsst ein Licht, macht ein Bild. Es ist so gut, dass ich doof bin. Es ist perfekt, dass der auf mich ist. Der nichts sagt, der dir nicht den Namen sagt. Ey, ich bin raus. Wie komme ich hier raus? Hilfe, ich bin eingesperrt. Kleiner Junge im Schrank. Oh. Kann es sein, dass der Zombie den Hals aufgedreht hat?
Maldado? Maldado! Hilfe! Ich hab ein Bild von Tommy gemacht. Ich glaube, er hat nicht mehr. Tommy ist tot! Nein! Ich will jetzt nicht die Schuld auf dich schieben. Aber du schreist ihm hingerannt. Hallo, Hilfe! Manu, komm doch auch raus, komm raus! Manu, komm raus! Wir müssen raus! Hilfe! Wie öffnet man denn Türen? Scheiße, wie auch aussieht! Leute, hört ihr mich nicht? Bin ich auf der Geisterhaufe? Jens, komm raus! Komm raus da! Öffne nicht in die Tür! Bitte, er ist bei mir! Bitte öffnet die Tür! Oh nein, nein, ich kann nicht! Ich weiß nicht, wie man Türen öffnet. Oh, da kommt er, da kommt er. Ja, danke. Ja, komm, danke. Wir müssen raus. Oh Gott, ich höre ihn. Nein, Hilfe! Hilfe, Leute! Nein! Oh, hallo! Oh, da ist er. Oh, Maldado, nein! Ich hab ein Bild von Zombie gemacht. Ich glaube, er jagt nicht mehr. Zombie ist tot. Nein. Ich will jetzt nicht die Schuld auf dich schieben. Aber du schreist ihm hingerannt. Hallo, Hilfe. Manu, komm doch auch raus. Komm raus, komm raus, komm Manu, raus. Manu, komm raus. Wir müssen raus. Hilfe. Wie öffnet man denn Türen? Scheiße, wie auch aussieht. Leute, hört ihr mich nicht? Bin ich auf der Geister? Jens, komm raus da. Ich kenne die Tür. Fressen. Bitte, er ist bei mir. Bitte öffnet die Tür! Oh nein, nein, ich kann nicht! Ich weiß nicht, wie man Türen öffnet. Das Licht flackert, er ist hier! Ja, danke! Ja, komm, danke! Oh Gott, ich höre ihn! Nein, Hilfe! Hilfe, Leute! Nein! Scheiße, Maldado! Komm, es ist ein Schnäckchen! Die Tür ist kaputt! Guck sie an! Was denn? Da die Tür, die ist irgendwie aus dem Arm. Oder in dem Moment, hä? Ja, dann lass uns raus, komm! Wir müssen raus! Wieso kommen wir hier nicht mehr raus? Ja, keine Ahnung, ich bin zu blöd, um die Option. Maldado, hörst du mich? Da, warte! Doch! Nee, ja, ne? Geschafft! Geh raus! Ah, sie haben es geschafft, Thomas, die Tür zu öffnen. Thomas, Martinez! Haben wir jetzt... Blauer Scheißling. Eck! Kürbis und Scheißhaufen an Schnäckchen! Ja, Schnäckchen? Gut. Schnäckchen? Hallo? Hallo, es ist, ja, die Türen und ich, ne? Es ist EMF3. Das war's. Ja, super. Und jetzt? Gehen wir. Okay. Ihr werdet für die anderen optionalen Aufgaben auch bezahlt. Also ihr könnt jetzt echt einfach heimfahren und dann kann ich besser erklären in der nächsten Mission. Okay. Ja, aber... Ihr müsst einfach nur das blaue Keypad im Truck drücken, wenn ihr beide drin sind, dann könnt ihr losfahren. Okay. Ihr könnt einen Geist übrigens eintragen. Thomas vorher. Martinez. Tragt einfach mal irgendeinen Geist ein, wo ihr denkt. Schätzt, erratet einfach, da könnt ihr auch gewinnen eventuell. Das ist der aber er ändert es. Achso, nee, okay, das wäre dann wohl immer verwendet. Ja! Es war, gesagt, dass es ein Shade war. Es war 90 Shade. Ernsthaft? Krass. $90. Weil ich habe ihn ja sogar gesehen. EP ist das, ach so. Hallo. Hallo, 22 hallo. Geld. Ich habe Maldado reden gehört, als Geist. Gestorben sind. Ja, ich habe ach so. Ich habe richtig viel. Ich verliere alle Items, die ich mitgenommen habe zur Mission, wenn ich sterbe. Richtig ungünstig, dass er mich einfach zuerst einfach im Gang umgebracht hat. So, ich starte wieder. Oh, ja, okay. Wird gestartet. Hallo, willkommen in eurer zweiten Mission. So, jeder wieder eine Taschenlampe mitnehmen. Ich nehme das für die Fingerabdrücke und das Thermometer und den Hausschlüssel. Ich nehme das Buch mit. Ich nehme das Kamera. Radio. Ich rede diesmal mit dem Geist. Das Manu, vielleicht redet er auch mit Gruppen. Muss. Ja, der reagiert auch auf Gruppen. Also müssen wir nicht auseinandergehen. Das ist schon mal gut. Michael Jackson. Geist, was? Das ist einfach Michael Jackson, als ob. Nice. Entdecke, um welche Art Geist es sich handelt. Reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Die haben wir, glaube ich, diesmal nicht dabei. Nee, okay, können wir nicht nice. Machen. Könnt ihr euch kurz so zu dritt da aufstellen? Ja. Ja, und drei. Oh, einmal, ein Gruppenbild. Und, ja, und einmal lächeln. Ah. Nice. Das sehen wir, glaube ich, auf J nicht irgendwo. Schlecht. Auf einer Seite hat man Fotos. Ja. J. Ist die Kamera zum Ausstellen Bewegungsmelder oder was ist mit? Nee, es gibt einen Bewegungsmelder, den muss man erst kaufen, aber ich habe gerade so viel Zeug verloren, ich habe nicht mehr alles mitgenommen.
Nice, wie du unrechts meinen Namen noch mit eingebaut hast, Palette. Also wir haben hier zwei Aufgaben, die wir machen können. Für das andere haben wir die Sachen nicht dabei. Also wir müssen herausfinden, welcher Geist es ist und einen Raum unter 10 Grad Celsius finden. Ah, cool. Thermometer sind noch zwei Stück da. Ich habe keinen Platz mehr. Oder? Nee. Wir haben auch jetzt 5 Minuten. Das ist jetzt Anfängerschwierigkeit. Bevor der Geist aktiv wird. Keiner hat Platz für ein Thermometer? Okay. Diesmal sind wir ja richtig ländlich. Ist ein Bauernhaus. Ein zweistöckiges. Au! Schamona! Schamona! Okay, wer hat ein Thermometer? Ich hab ein Thermometer, sonst niemand. Okay, dann geht's nochmal vor und such den Raum. Ja, ich renne einfach durch alle Räume. Ich spür ihn ganz leicht auf. Moment. Also der Stuhl hier ist gerade schon umgefallen. Ich aber hier ist nur 10 Grad. Mann, du kannst doch bitte aufhören. Am Ende tötet er nur wieder mich. Doch nur aktiv. Ja, dann sag einfach nur, gib mir ein Zeichen. Mehr musst du nicht sagen. Nee, das wäre mir zu langweilig. Die macht doch irgendwas Geräusche. Ja, es ist Radio von Moderator. Das ist mein Radio. Das ist aber ein alter Kalender. Ein sehr alter Kalender. Ah, der hat auch Fliegen, guck mal. Ja, die haben alle echt ein Fliegenproblem, die ganzen Geister. Ich sehe ja gar nichts. Oh, hier ist ein Knochen. Oh, den fotografieren und danach aufheben. Fotografieren und dann aufheben den Knochen. Ah ja, ich fotografiere. Okay, und dann können wir mitnehmen. Es gibt extra Geld. Es gibt immer einen versteckten Knochen. Also nicht versteckt, aber liegt halt irgendwo rum. Also ich habe bisher noch kein sehr kaltes Zimmer gefunden. Nö, mein Teil schlägt auf. Also das Kälteste war bisher an dem Tisch da vorne. Das war schon auffällig. Ich guck nochmal. Aber hier sind ja noch. Wir haben ja auch einen zweiten Stock, oder? Hier, 6 Grad, 4 Grad. Gib mir ein Zeichen. Okay. Natürlich ist nichts erkannt. Michael Jackson. Bist du tot? Nichts erkannt. Ist jemand Michael da? Michael Jackson. Gib mir nichts ein erkannt. Zeichen. Was ist denn eine gute Frage, Tommy? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Nichts erkannt, okay. Ja, macht er nie. Lass es einfach trotzdem an. Leg's einfach hin, manchmal redet er trotzdem dann mit einem. Einfach hier drauf? Ja, genau. Hier war gerade einmal die Temperatur niedrig, aber dann nicht mehr. Achso, das ist hier vielleicht gar nicht richtig? Ja. Gucken nochmal grad. Ja, vielleicht ist es im Stock oben drüber und ist irgendwie so durchgedingst. Ja, also hier mein Teil schlägt auch null aus. Hier minus gerade. Hier ist minus gerade hier unten. Komm zurück. Oh, schön. Was? Hier das Zimmer hier muss es sein dann. Ja, minus 3 Grad. Wir haben einen Hinweis: Gefriertemperaturen. Okay, sehr gut. Trag's mal kurz ein. Mir ein Zeichen. Gefriertemperaturen. Ja, hier so bei den Theken ist minus 1 Grad die ganze Zeit und nicht wegen dem Kühlschrank. Wie alt bist du, Geist? Wie alt bist du? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Kannst du uns hören? Kannst du mich hören? Nichts erkannt, okay. Ich probier mal. Ich glaube, der kann kein Deutsch. Hallo, Geist. Bist du hier? Ja. Das schon wieder, derselbe. Der hat gerade geflackert, oder? Oh. Das war eine Klaviernote, oder? Der hat Piano gespielt für uns. Er hat uns ein Zeichen gegeben. Nice. Aber wo ist ein Piano? Ist er doch hier im Gang? Oh. Ja, ich gehe ran. Das ist das Zimmer hier, doch, die Ecke hier ist er. Gib uns ein Zeichen. Ah, ich war nur in der Nähe. Ja, warte, dann packe ich mein Buch hier hin. Ja, hier, zum Piano, Manu. Hier hat er doch gespielt. Ja, hier ist auch mein Atem zu sehen. Also hier ist Gefriertemperatur. Okay. Ach da. Wie alt bist du? Oh, warte, hier, ich hitte mal auf. Kannst du mich hören? Bist du hier, Geist? Gib uns ein Zeichen. Schreibe ins Buch. Das bitte? Macht der dann? Ja, vielleicht. Keine Ahnung, manchmal hat er schon reingemalt. Oh, was für ein EMF-Level? 1 die ganze Zeit. Ah, jetzt 3, 3, 3, er kommt! Ich glaube, er kommt. Nee,
Das 3 ist okay, der ist einfach nur ein bisschen aktiver. Ich hol mal ein paar mehr Sachen, die Kameras und so. Ja, ja, ich helfe dir. Kommst du mit, Manu? Oder willst du alleine drin bleiben? Nee, ich wollte nur gerade einmal im Kreis wegen den EMF. Lass ihn da drin. Komm, Zombie. Lass ihn da drin. Wird schon nichts passieren. Und nee, nicht schon wieder die Tür zu. Das schafft er doch nicht, der Arme. Ein unüberwindbares Hindernis für ihn. Ist es eine UV-Lampe oder ist es... Ja, wir haben nur noch die Kamera. Ich habe die UV-Lampe, aber kannst du benutzen, wenn du willst. Ah, okay. Na, da. Danke. Das Kurzeffekt kannst du einfach da hinlegen, wo der Geist aktiv ist in der Gegend. Dann halt hält es den schon auf. Das hat so einen Radius. Manu, geht's dir gut? Alarm. Für Kurve 11. Ich fühle mich hier sehr unbehaglich. So, ich habe hier die Kamera. Ich stell die mal. Ich hab mich gerade hoch, oder? Ich stell die Kamera mal auf. Nee. So, die ist jetzt an. Manu, willst du gucken gehen? Ja, wir sind doch da, ja. Geist. Hör auf. Da, hier ist ein Sprachgerät. Red mit uns. Hallo, kannst du uns hören? Okay, Geisterbox wird es nicht sein. Kann uns irgendein Geist hören? Auf dem Weg zur Basis. Hallo, Herr Geist. Am Telefon sind keine Fingerabdrücke. Ich mach mal einen Lichtschalter an, kurz. Am Piano auch nicht. An Türen meistens, so auf der Türmitte oder so ist der. So oben in der Mitte von der Tür. Also so richtig auffälliges Grün. Nee. Okay. Könnt ihr da mal bitte das Licht ausmachen? Es ist sehr hell irgendwie. Ja, muss man ausmachen. Herr Luton, mach mal die Taschenlampe aus. Oh ja, so seh ich mehr. Sorry. Deine Schuhe! Oh, sorry. Geisterkugeln sehen anders aus als der Atem. Der Atem ist ja so eine Linie, die man sieht. Ja. Der Atem ist sehr auffällig, aber keine Geisterkugeln müssen. Krieg ich mal die Taschenlampe, Modano? Die UV? Die UV? Ja. Geh. Danke. Okay, gehen wir mal kurz zum Truck. Guck auch mal. Schon mal da. Ja. Das ist einfach gar nichts. Ja, sieht ziemlich ruhig aus. Ja, der hat am Anfang direkt auch den Stuhl neben uns umgeworfen. Eigentlich so voll auffällig. Oh, was? Achso, da leuchtet wer? Hinter der Tür oder was? Wir sind alle hier, Manu. Nee, er hat gerade was weggeworfen. Links, wo ist was ins Bild geflogen? Okay, also der ist da auf jeden Fall aktiv. Was haben wir denn bisher? Ja. Gefriertemperaturen eigentlich nur, ne? Ja, das war's. Ja. Können die Geisterkugeln so später noch auftauchen? Oder Nee. Die hätte Manu, glaube ich, schon gesehen. Die fliegen ja, so alle 10... Okay. Gar nichts passiert. Alle so 10, also 20 Sekunden fliegen die rum. Fingerabdrücke haben wir auch gecheckt, haben wir auch keine gefunden, ja. Ja gut, dann gibt's immer 3 Hinweise? Ja. Also der stellt sich einfach nur super hart an. Wahrscheinlich, also kann doch ins Geisterbuch schreiben oder Geistervox benutzen, geht immer noch. Die stellen sich da manchmal sehr an. Ich rufe den Geist an. Wie alt bist du, Geist? Hier ist ein Fingerabdruck auf dem Lichtschalter. Der hat das Licht ausgemacht. Okay. Ah. Seht ihr den grünen? Den kann man auch fotografieren. Er hat die Kamera, Taschenlampe ausmachen und dann ein Foto machen. Fingerabdrücke. Ich habe einfach so ein Foto gemacht. Okay, wird schon passen, hoffentlich. Okay, es kann nur noch ein Gespenst oder eine Banshee sein. Okay. Müssen wir halt jetzt noch rausfinden, den letzten Hinweis. Boah, ist das hier kalt. Klick mal das Buch einfach in die Mitte hier. Wer hat die Geisterbox? Ich check nochmal die EMFs. Wer hat denn die Geisterbox? Ah, ich Paluten. Nee, der draußen. Maudado. Ah, Maudado, kann ich die... Okay, ja, wenn es eine Geisterbox ist, dann ist es anscheinend ein Geist. Und wenn das andere ist, dann ist Benji. Hier, warte, ich drop dir die Geisterbox. Da. Ja. Hallo, Geist. Wir wissen, dass du hier bist. Gib uns einen scheiß Hinweis. EMF ist es auf keinen Fall. Doch, EMF kann nur sehr random ausschlagen. EMF habe ich voll oft schon gestruggelt mit. Weil der Geist muss halt aktiv werden. Ja, ja.
Ja, aber es ist genau wie bei dem anderen davor, immer nur drei höchstens. Kannst du mich hören, Geist? Vielleicht ist auch woanders. Kannst du irgendwo anders raus sein? Werde aktiv. Ja, wir können. Ich mach hier die Tür auf, Mann. Wir können Michael Jackson sagen. Aber ich weiß nicht, ob wir Michael Jackson sagen sollten. Michael Jackson? Michael der Sänger? Jackson. Maldado rennt raus. Michael Jackson. Michael Jackson, kannst du mich Michael hören? Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Wir spielen hier auf Deutsch. Ja. Ich glaube, Namen passt schon so auf Englisch sagen. Michael Jackson. Kannst Michael. Du uns hören? Michi. Kannst du etwas sagen? Nichts erkannt. Sprich zu mir. Kannst du mich hören? Nichts erkannt. Oh. Wie alt bist du? Nichts erkannt. Bitte antworte. Wer hat das MF-Lesegerät? Ah, ich. Das kannst du auch auf den Boden legen oder so. Im Haus rumlaufen damit es durchgehend da ist, wenigstens. Oh, drei. 3, 3, 3, hier, genau am Klavier. Kannst du uns ein Zeichen geben? Michael Jackson. Michael Jackson. Gib uns ein Zeichen. Okay, das. Oh, da ist er! In der Tisch! Er ist da! Foto! Weiche! Ich hab ein Foto gemacht! Geh raus, ja. Raus! Alle raus! Manu, komm doch! Ich komm mit. Oh. Ah. MF5, was? Oh, er verfolgt uns. Nee, der kommt nicht raus. MF5, was? Ja, der. Da schaut mal auf die Tafel, der hat gerade Jagen angefangen. Wenn das hier auf 10 geht, dann fängt er an, Leute umzubringen. Der wollte uns gerade umbringen. Okay, ich gib's ein, EMF-Ebene, und dann kannst nur noch Benji sein. Ja, Wir haben's. Ja, sind fertig. Haben's gelöst, keiner ist gestorben. Tschüss. Wir haben sogar Michael Jackson gesehen. Ja, es wird nicht. Palut hat sogar ein Foto gemacht, ne? Ja, ich hab ihn auf Kamera. Nice. $55, ja. Fotos 25. Ja, die Fotos waren gut vom Knochengeist und Fingerabdruck und so. Da, guckt euch mal die Fotos an. Manchmal sieht man die da nicht auf so. Dem letzten, hier sieht man ihn. Ja, die sind nicht synchron. Bei mir ist er hier oben. Ich sehe ihn hier oben auf dem Foto. Ach so. Warte, ich will ihn auch sehen. Oh Gott, der Laute kommt. Rennt. Hallo. Herr Wohne, mir ist Foto, gar nicht da. Das Foto mit dem blauen Tisch. Hinter dem blauen Tisch steht er. Da müsst ihr ganz nah rangehen, dann seht ihr es. Ja. Ach da. Yo. Michael Jackson sah aber auch mal anders aus. Nicht so blutig. Ja, und erstaunlicherweise war ich keine Sekunde nervös, warum auch immer. Mein höchster Puls war... Gerade mal 86. Machen wir noch eine Abschlussmission? Jo. So. Wir gehen jetzt in die Brownstone High School. Geschlossen aufgrund unnatürlicher Todesfälle ist die isolierte Schule seit Jahrzehnten verlassen. Wir haben vor kurzem Informationen über eine mögliche Heimsuchung an diesem Ort erhalten. Gehen Sie dorthin und sammeln Sie so viele Beweise wie möglich, damit ein Geisterentfernungsteam den Job beenden kann, sobald Sie gegangen sind. Weitere Infos bei Ihrer Ankunft. Hier die Karte, guck mal, wie groß die ist. Ja, das ist der erste Stockwerk, das ist das zweite. Oh Gott. Das sieht jetzt kompliziert aus. Das ist jetzt die Highschool. Was haben wir denn hier? Entdecke, welcher Geist es ist. Hindern Sie einen Geist, Sie heimzusuchen mit einem Kruzifix. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Und stellen Sie den Geist anhand eines Bewegungssensors fest. Ich habe tatsächlich einen Bewegungssensor mitgenommen. Oh, cool. Den habe ich jetzt hier dabei. Dann nehme ich die Taschenlampe und dann nehme ich ein Thermometer. Weil Thermometer ist immer easy, den Raum zu finden mit. Also Thermometer... Ich habe das EMF wieder. Ja, du könntest am besten das zwei weitere noch ein Thermometer mitnehmen. Damit wir so schnell die Räume abchecken können, weil die Schule ist ja riesig. Okay, dann lege ich das EMF wieder weg. Ja, das können wir ja dann holen, wenn wir den Raum haben. Hier sind noch Kopfkameras. Könnt ihr eine einfach anklicken. Hier an der Wand. Einfach mit E eine mitnehmen. Ach, und jetzt kann man die jederzeit hier... Genau, jetzt kann man da an dem durchschalten. Die Schule hat aber an sich sowieso 16 Kameras. What? Wie cool. Okay, wer stürmt hier gerade so forsch voran? Hören wir Paluten überhaupt? Ich habe noch kein Wort von ihm gehört. Ah, doch.
Okay, ich hab ihn gehört. Er hat geredet. Er spielt ja auch normalerweise den Geist. Okay, ich gehe unten mal so die linke Seite ab. Aber sag sowas wie, gib mir ein Zeichen und sowas, vielleicht klingelt dann irgendwo ein Telefon, dann finden wir den Raum schneller. Warte mal, komm mal zurück, ich will mit dir laufen. Hier, links. Hallo, Manu, ich bin neben dir. Manu, hör auf wegzulaufen. Wer bist du? Nee, achso, dann... Das bin ich. Okay. Gib uns ein Zeichen. Kannst du uns hören, Geist? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Signal. Wie alt bist du? Wie alt bist du, funktioniert bei der Geisterbox. Da kommt manchmal echt so ein Boah oder sowas. Also 4 wäre ein bisschen komisch. Ja, keine Ahnung. Der brabbelt immer ein bisschen. Ich sollte in die Räume auch reingehen und nicht nur kurz... Nur die Tür öffnen, damit es so aussieht, als wärst du drin gewesen. Ich glaube, ich gehe mal nach oben. Oder? Ja, wir haben es jetzt fast. Ja. Gib uns ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Gib mir Zeichen. Ein Zeichen. Kannst du uns hören? Mal 10 Zeichen. Kannst du mich hören? Ja, ich glaube, wir sollten hochgehen. Das ist einfach wirklich absolut gar nichts bisher. Shift bringt so minimal was, ne? Ja, genau. Ja, minimal schneller. Der Geist, es gibt auch Geister, die dann darauf aggressiv reagieren, wenn du sprintest, wenn sie dich gerade verfolgen. Das will ich. Okay. Ich würde gerne einmal sterben. Ja, habe ich schon geschafft. Da oben ist ein Licht. Gib uns ein Zeichen. Ich sehe schon, wir finden jetzt den Raum einfach ewig nicht. Ein Zeichen? Gib mir ein Zeichen. Leben alle noch? Guck mal, ja. Da oben rechts bitte, ist da ein Fidget Spinner? Nee, okay. Ich hab ist ein Fidget Spinner, lol. Ganz wichtig. Ja, klar. Oh! Wo? Ein Zeichen. Klingelt irgendwo. Oh, ich höre ihn. Hallo. Das klingt echt gerade gut, Paluten. War hier? Mega. War es hier das Telefon? Ja, die Temperaturen hier sind normal, also hier könnte er nicht sein. Gib uns ein Zeichen. Ist das Palette oder ist das ein Geist? Palette. Hier oben war das Telefon. Ja, genau. Da wo das Telefon klingelt, ist auch Geist. Das richtige Zimmer. Gib uns ein Zeichen. Hat irgendjemand den Raum gefunden, wo es geklingelt hat? Nee, aber er muss ja ganz bei uns in der Nähe gewesen sein. Hier ist 8 Grad. Hier bei dem Zimmer. Wo denn? Hier ist kühl. Ah. Okay, EMF ist an. Ja, hier ist der Geisterraum. Wir haben den Geisterraum, Audado. Oberes Stockwerk. Ich bin auf dem Weg. Sehr gut. Keinerlei EMF-Ausschlag, aber das heißt ja erstmal nichts. So, der Bewegungssensor klebt jetzt hier an der Wand. Also ich seh's. Man kann jetzt im Truck sehen, cool, wenn der Geist hier durchläuft. Nice. Hier sind wir, Audado. Wie weit geht der? Nicht sehr weit. Der hat irgendwie so einen Meter, so bis hierhin ungefähr. Siehst du, hier reagiert er schon nicht mehr auf mich. Also muss echt hier so durchlaufen, der Geist. Das ist ja richtig ungünstig. Die stehen meistens am Schreibtisch, die Geister eigentlich. Ich tue es mal zum Schreibtisch vor. Oh ja, EMF4, er ist da. Okay, holen wir ein paar Geräte hier, jetzt. Hier. Ja, genau, holen wir ein paar Geräte. EMF5. Okay, haben wir einen Hinweis. Er telefoniert. Lass einfach rausgehen, holen wir ein paar Sachen. Legt ein paar Sachen ab, das Kruzifix hier an die Tür. Okay. So. Legt das Kruzifix ein. Das Kruzifix an die... Oh mein. Ja, genau. Eins an die Tür hier, genau. No, und jetzt haben wir mehr Sachen. Eins, ne? Wo? Ja, kannst du entweder in die Hand nehmen, wenn du Angst hast, oder... Ja, wir müssen den ja gleich auch damit abwehren. Ja, das wehrt auch am Boden ab. Also wenn er zum Beispiel einen Angriff startet und dann drüber tritt, dann hört er auf. Meistens. Alter, wo zur Hölle sind wir hier? Bei einer Schule. So eine Nachbarschaft habe ich noch nie. Es gibt noch ein Asylum, das ist noch größer und das ist noch... ekliger, da rumzulaufen. Sieht aus wie ein einziger Friedhof. Oh, der war gerade super aktiv gewesen einmal. Da oben siehst du den roten Strich, Manu, in dem Klassenzimmer? Ja. Das ist der Bewegungssensor. Und der das wird ist der Sensor? Ja. Ach, cool. Und ich mach dir im Truck so ein Büp und der wird grün, wenn der Geist durchläuft. Ist auf jeden Fall... Ich trage mal unseren Beweis ein. Also er ist auf jeden Fall schon durchgelaufen, der Geist. Wir haben die Aufgabe schon abgeschlossen, dass er durchgelaufen ist. Ich habe jetzt ein Buch mitgenommen. Ja, das ist gut. Ich nehme die UV-Lampe. Wir haben 2 UV-Lampen, wenn noch einer will. Und die Geisterbox. UV und Geisterlampe. Machen. Ja, hier ist das Zimmer. Alter.
So, ich pack's mal genau dahin, wo ich auch den EMF gesehen habe. Ja, einfach das auf dem Schreibtisch. Hier. Ja. Kannst du mich hören? Sprich zu mir. Wie alt bist du? Zeige dich. Erzähl mir etwas. Gib uns ein Zeichen. Wir haben nicht mal den Namen von ihm nachgeguckt, oder? Nee. War der Name? Reagiert er auf Gruppen? Manu, versuch mal Geisterbox Solo hier. Wir warten vor der Tür. Oh, okay. Hier ist ein Fingerabdruck auf dem Lichtschalter. Oh, perfekt. Ah, cool. Hat jemand eine Kamera? Dann tragen wir das mal eben ein. Oh ja. Eine Kamera habe ich gerade hier hinten im Regal aufgestellt. Nein, eine Fotokamera meine ich. Nicht die für Geisterkugeln. Nein? Okay. Hallo. Ja, dann lass mal rausgehen, dass man nur mit dem Geist reden kann. Ein Zeichen. Wie alt bist du? Verluten, kommst du? Was denn? Wir müssen rausgehen, der Geist redet nur meistens alleine mit Leuten. Achso, ich hab gerade in meinem Journal rumgeschrieben. Oh, danke, lecker. Jetzt soll mal. Was kann ich dir noch fragen? Keine Ahnung, stell einfach irgendwelche dummen Fragen, bis irgendein Geräusch rauskommt. Wenn du so fünfmal nichts erkannt hast, dann ist okay. Wie alt bist du? Wie heißt du? Wir haben leider deinen Namen nicht nachgelesen, das tut mir sehr leid. Will einer runtergehen und schon mal im Frack? Ich geh mal zum Auto und guck auf die Kamera. Gib uns ein Zeichen. Maudado geht gucken. Super toll. Scheinbar bist du gar nicht hier, okay. Okay, ich komm wieder rein. Oh, warte mal, ist der Bewegungsmelder gerade angegangen wegen... Ah ja. Oh, ja. Er ist hier! Nee, der ist bei Looten. Ernsthaft? Ja, das ist bestimmt nur ein Raum weitergegangen. Looten will mich essen, blaues Schneckchen, gute Hilfe! Ich hab nichts gemacht. Warte, wo ist das Buch? Das hab ich gerade. So, da ist es. Ja, aber da war besser, Zombie. Ja, warum ist dein Schreibtisch so voll gemüllt? Was ist denn das für ein Lehrer? Jetzt ist es im Boden. Im Danke. Ja. Kannst du ins Buch schreiben, Geist? Nein? Schreib ins Buch. Geisterbuch. Schreib uns etwas ins Geisterbuch. Geisterbuch? Schmeisterbuch. Hab ich gerade Atem also gesehen? Also, du willst uns aber schon pranken, weil die deutsche Synchronisation, die scheint wirklich in keinster Weise zu funktionieren. Doch, doch, gib uns ein Zeichen, hat ja funktioniert, jetzt hat er geklingelt. Man hat halt keine so Beweise, ob es funktioniert oder nicht, aber so im Durchschnitt funktioniert es eigentlich. Wie alt bist du? Alt? Ah, nichts erkannt, cool, man sieht's da unten. Es geht. Eben, also es erkennt ja auf jeden Fall, dass du redest und in Frage stellst, wenn es kommt. Via Estrada. Naja, nein, er erkennt einfach nur, dass bist du schon unten, Maudado? Ja, also, der Geist heißt Daniel Wilhelms und er reagiert sowohl auf Einzelpersonen als auch auf Gruppen. Daniel Wilhelm? Und Daniel ihr müsst ihn noch mit dem Kruzifix abwehren. Daniel? Radcliffe? Bist du hier? Wenn wir Licht ausmachen, so. Oh, da ist er, da ist er! Nimm dir, Manu! Oh Gott, da! Ich sehe ihn, ich sehe ihn! Ja, okay, mach ein Bild! Manu ist tot! Tschüss, Manu! Tschüss! Gehen wir verluten? Ja, wir gehen mal, ne? Wie kommt er gleich wieder? Ich bin nicht bei euch! Ja, er hat Manu getötet! Oh Gott, habt ihr ihn abgehört? Wir müssen ihn abwehren! Ja, das war keine Abwehr! Oh Gott, was ist das? Ich hab's auf die Kameras gesehen! Daniel? Radcliffe? Bist du hier? Wenn wir Licht ausmachen... Oh, da ist er! Nimm hier, Manu! Oh Gott, ich seh ihn! Ja, okay. Mach ein Bild! Ich bin lost. Wenn ihr das... Oh, da! Oh, da ist er bei euch! Nein! Meine Freunde, die Kamera ist ausgefallen! Leute, der Geist ist bei euch! Ja, ich hab ihn getötet! Oh Gott! Habt ihr ihn abgewehrt? Ihr müsst ihn abwehren! Machen wir! Ja, das war keine Abwehr!
Wir kommen zu dir, Mordano. Okay. Wie schnell der Manu einfach abgemurkst hat. Ich hab das gerade bei mir, stand da eben noch. Dann habe ich die Tür zugemacht. Ja, die Tür wollte gerade bei mir nicht. Naja, Schwund gibt's überall. Was haben wir denn für Beweise bisher? Fingerabdrücke und EMF. Es fehlt eigentlich nur noch ein Hinweis. Danke. Leute, ist seid ihr im Kreis um ihn herumgelaufen und dann ging die Kamera auf. Yeah, ich hab zu Manu auch gerufen. Da ist er, neben dir. Und dann ist es... Ja, und dann ist Manu einfach instant umgebracht worden. War ja mega aggressiv. Der hat einfach angegriffen und... Ja, du siehst hier an dieser Anzeige, Maudado, hier an der... Kannst du mal sehen, ob er gerade angreifen will. Das wenn, wenn es auf 10 so hoch springt, genau. Hier nennen sie... Daniel Williams. Wir haben den Namen nicht mal einmal gesagt. Und er hat einfach instant zugeschlagen. Vielleicht hat er es über Funk gehört. Wenn ich hier draußen bin, dann habe ich Manu umgebracht. Okay, warte. Wir können ja mal... EMF was... Er ist gerade durchgelaufen. Habt ihr gehört? Büb. Und Fingerabdrücke, genau. Was können wir denn ausschließen? Gefriertemperaturen sind es nicht. Ins Geisterbuch hat er auch nicht geschrieben. Geisterkugeln haben wir keine gesehen. Also Geisterbox. Geisterkugel. Geisterbox kann es anscheinend nicht sein. Manchmal stellt er sich echt an. Nein. Geisterbox, dann, es gibt gar keinen möglichen Geist, wenn wir Geisterbox auswählen. Also Geisterbox kann es nicht sein. Ah, okay, dann ist ja gut. Dann ist ja geklärt, warum die Geisterbox überhaupt nicht reagiert hat. Geisterkugeln sehen wir keine. Geisterbuch könnte es noch sein. Geisterbuch müsste noch sein, da müsste ich nochmal hochgucken. Kommt jemand mit? Ich will nicht alleine in der Geister- Raum gucken. Wo ist denn das Kruzifix? Das hatte Manu dabei, warum hat er es nicht benutzt? Das bringt manchmal nichts. Also ich hab's benutzt, aber er hat mich trotzdem gekillt. Manu, du bist tot. Oh, er ist gerade aktiv. Wollen wir noch warten, bis es sich beruhigt? Ja, können wir. Warte, ich guck mal gerade, was ein Revenant ist, weil das spricht gerade sehr für einen Revenant, wenn es Geisterbuch ist. Langsam aber attackiert heftig und wahllos. Das war schon ein schneller Angriff auf jeden Fall. Ja, dann gehen wir mal gucken, Maudado. Ja, kann ich noch irgendwas mitnehmen? Eigentlich nicht. Ich nehme nur mal als Thermometer mit. Das könnte auch Gefriertemperaturen sein. Ich nehme das Feuerzeug mit, dann kann ich den Döner da anzünden. Sobald dein Herz halt klopft und die Taschenlampe flackert und sowas, da geht's halt komplett ab. Ja, laufe ich dann über das Kreuz rüber und fliehe? Und du hoffst einfach, dass es funktioniert. Ich habe noch nie gesehen, wie es funktioniert, aber die Aufgabe war manchmal abgehakt. Okay. Das ist nicht das richtige Zimmer. Hier weiter nach links. Hier, das da war's. Wo ist der Kruzifix hin? Es hat geknarrt. Nee, es ist das falsche Zimmer. Deswegen ist es weg. Ah, oh, okay. Wird es das hier sein, wo die Tür fast zu ist? Ja, da liegt das Kruzifix. Ich guck mal auf das Geisterbuch. Bei Manu dürfte noch ein zweites liegen. Ja, ist im Buch. Können gehen. Er hat ins Buch geschrieben, Paluten. Denkst du, Paluten fährt ohne es weg? Kann er nicht. Habe ich schon mal probiert. Okay, wir haben nur Manu verloren. Aber die Mission erfolgreich. Manu, wenn du uns hörst, du kannst auch den Revenant eintragen. Ich lauf gerade rechts raus, ich hoffe, du stirbst da nicht. Okay, ich lauf links raus, ich hoffe, du stirbst da nicht. Bin schon draußen. Kürbis an die anderen. Ja? Bin zurück von der Toilette. Ah, okay, ja, er hat ins Buch geschrieben. Danke für den Support aus dem Truck. Kein Problem. Oh, wir haben Angriff abgewehrt, Maudado. Ich weiß nicht wann, aber wir haben es geschafft. Als ob. Ja, weil das Kreuz da lag. Ja, gut, dann haben okay, wir Paluten. Es ist ein Revenant. Eintragen? Oh, eieiei, das dachte ich mir schon. Okay, dann fahren wir. Tschüss, Manu. Aber wir kriegen richtig viel Geld, das war eine fortgeschrittene Mission. Außer Manu, der kriegt nichts. Oh, $120. Oh, ja. Oh. Level 3 instant. Level 29. Turtle Display einfach überrundet. Aber Level 2, der Loser. Ist Manu noch da? Er ist, glaube ich, nicht mal da, aber er redet nicht mehr mit uns. Nee, ich glaube, der ist gerade nicht da. Manu ist jetzt der Geist. So, das waren jetzt 3 kleine Missionen von Phasmophobia. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ja, sind ein bisschen sehr tapfer reingegangen dafür, dass ihr alle meinten, Horror so zu hassen. Aber es war Donnerstag lustig. Besonders, wo der eine Geist neben Manu auftaucht und so.
Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann und Happy Halloween!